Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten den Boss fertig machen. Wir versuchen es mal. Problem ist natürlich, also finde ich, recht problematisch sind bei dem die Gruppen. Weil ich auch so gar nichts machen kann. Wie ich finde. Das Leben einsammeln ist ganz wichtig. Mehr sehen wäre toll. Hier wirklich, wirklich, wirklich toll wäre das. Boah, sag mal, echt dieses Angestürme. Ich habe ja keine Heilung mehr. Und jetzt kommt die Gruppe und hält mich auch noch fest. Mann! Mann! Nein, den will ich doch gar nicht. Ich komme nicht weg, ich kann nichts machen. Ja. Ja, ist ja gut, ich lieg doch da schon. Heieiei. Und das Ding vibriert und vibriert. Oh Mann, ist das doof, ey. Wie schaffe ich den denn jetzt verdammt nochmal? Also die erste Gruppe ist ja noch okay. Wobei mir die zweite da echt das Genick bricht, ne? Eigentlich ja schon die erste. Ja, in dem Fall. Das Ding ist, ich muss erst diesen Feuerfuzzi wegmachen. Und dann kann ich die anderen wegmachen. Und ich muss immer bald auf den blöden Boss aufpassen. Das ist echt schwierig gerade. Den Boss kriege ich mit dem Bogen fertig, aber eben alle anderen ja nicht. Also das wäre zu uneffektiv. Ja, und tot. Oh. Ach ja, toll. Hm. Ja, das ganz toll. So, gucken wir mal, ob wir den irgendwie irgendwann platt kriegen. Ich habe jetzt nicht unbedingt die größten Hoffnungen, den tatsächlich irgendwie zu schaffen. Oh, diese Viecher stürmen einen aber auch an, ey. Musste ich jetzt schon die Heilung nehmen? Oh, oh, da, was war das denn? Okay, ja, gut. Toll. Da kommt Freude auf. Wir haben ja auch da zwei Truhen stehen. Vielleicht helfen die mir, wenn ich die Gruppen weg habe.
Ah, Mann. Dass die aber auch immer durchkommen, obwohl man gerade zuschlägt. Nicht ins Feuer. Immer dieses... Ach. Ach, wisst ihr was? Warum hat der jetzt ein Schild? Was soll denn das? Habe ich alle kleinen Fuzzis weg? Oh ja, tatsächlich. Ach, falscher Knopf gedrückt. Das, kann dann ja nichts werden, oder? Ach, verdammt. Truhe öffnen? Nein, geht nicht. Ah, ich komm. Warum? Ich nehme erstmal nur ein. So, jetzt kommt die nächste Gruppe und das war's dann für mich. Ne? Warum kann ich niemand anders anvisieren? Nein, oh, falsche Ecke. Ah, nein. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Jetzt war ich so gut. Huch. Das war der Controller auf dem Schreibtisch. Mann. Aha. Okay. Ich meine, ich war so gut. Ich habe mich so konzentriert, ne? Und dann hänge ich fest. Ah. Mich so blöd in die Ecke manövriert, weil ich dieses blöde Erleben haben wollte. Warum kann ich den denn nicht hauen? Was soll denn das?
Es wurde doch A angezeigt, sehe ich doch richtig, oder? Nicht in die Ecke. Ein Goblin-Ohr. Ich muss an diesen blöden Loot da noch rankommen. Ach, so ein Goblin-Ohr. Da kann ich ja nun nicht wirklich viel anfangen. So, jetzt hat er gleich nur noch halbes Leben. Das heißt, die nächste Gruppe kommt. Da ist sie schon. Da ist es schon und platt bin ich. Okay, das hat keinen Sinn, den schaffen wir nicht. Und wir kommen hier nicht raus. Das heißt, ja, ist ja gut. Das heißt, wir müssten neu laden und hätten dann den letzten Speicherpunkt. Das wäre, bevor wir hier zum Boss gehen. Und nochmal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Dinge umhauen können. Habt ihr das gerade auch gesehen, dass da was im Wasser lag? Ja, ne? Das ist halt das, was wir wahrscheinlich suchen müssen. Ach, jetzt... da konnte ich mich auch gar nicht wehren. Will ich auch gar nicht. Ich will hier nämlich weg. So, letzten Speicherstand laden. Das ist das da. Ja, laden bitte. Wir müssen hier weg. Das hat keinen Sinn. Da kommen wir nicht weiter. Das frustet nur. Das heißt, wir müssen hier jetzt weitermachen. Genau. Also hier hatten wir ja schon alles. Das haben wir ja. Wir sind dann ja direkt durchgegangen da hinten hin, ne? Okay, das heißt, wir sollten nach Möglichkeit hier neu laden, um die Gruppen nochmal machen zu können. Das heißt, wir gucken da gleich mal, aber ich will jetzt erstmal schauen, ob ich eventuell hier was auslösen kann. Aber dürfte eigentlich nicht sein. Nein, da liegt auch nichts für uns rum, ne? Mhm. Also wir sollten noch ein bisschen Heilung sammeln. Na, also das wäre ganz gut. Ich wünsche mir ja nichts sehnlicher als einen Verkäufer, ne? Oder irgendwas, einen Hüter oder so, wo wir mal ein paar Sachen herstellen können. Das finde ich ein bisschen... Ja, ein bisschen blöd, dass das nicht so funktioniert. So, hier haben wir jetzt den dicken Boss gleich bei. Ach, guck mal, was ist das denn? Kann ich das da kaputt machen? Nö, kann ich nicht. Hier müssten jetzt zwei spawnen. In der Theorie. Warum nicht in der Praxis? Weil ich immer noch in Skadis Tempel bin, ja? Sehe ich das richtig? Gehen wir also nach Derenu. Und dann können wir hier gleich die Goblins machen. Den Bogen müssten wir behalten. Oder? Sehe ich doch richtig. Ha! 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 Ha!
Neue Stufe. Das ist ja schon mal gut. Und die gehen jetzt auch viel einfacher. Ein Goblin-Ohr. Hier hatte ich doch auch was. Ein Kraut. Sollen wir die draußen versuchen? Also es ging jetzt schon recht einfach hier mit den Goblins. Wir versuchen die mal. Und ich bleib mal hier oben. Achso, die gehen ja erst, wenn ich hier rumlaufe, ne? Genau. Das ist natürlich jetzt echt praktisch. Okay. Okay, jetzt habe ich mir selber Schaden zugefügt. Aha. Okay. Oh. Ja, genau. Okay, so klappt das natürlich nicht. An den komme ich ran. Jetzt müsste ich... Oh. Dass der mich umwirft. So, dann feuern wir mal wie blöd auf den, um den wegzukriegen. Das ist jetzt eine coole Sache. Also so macht das doch dann Spaß. Kurz das Leben einsammeln. So ist das cool. So haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, tatsächlich ein bisschen was zu farmen, ja? Hier ist eine perfekte Stelle, um das zu farmen, wirklich. Wir müssen nur später noch halt am Tempel wieder an dem einen Hammertypen da vorbei. Der explodiert gleich. Okay, das war nicht getroffen. Doch jetzt treffe ich das Viech. Okay. Und immer rauf da. Ach, das ist toll. Ach, da ist noch so ein Ding. Mal gucken, ob ich den damit treffen kann. Weil da kann ich nämlich den Troll, glaube ich, gleich mit ein bisschen Schaden machen. So, dann machen wir dem noch ein großes Ding. Okay. Ja, es dauert alles ein bisschen, aber es ist machbar. Oh, wunderbar. Und Loot einsammeln und verschwinden. Schön ist, dass ich die so toll treffen kann von hier unten. Ja, das ist wirklich wunderbar. Gucken, ob ich Dings so einmachen kann hier. Trifft die ja nicht immer. Wo schieße ich denn jetzt hin? Oh, dahin, da kommt auch jemand. Ah, das macht Spaß. Das ist cool, der explodiert. So, gucken wir mal, dass wir... Ja, also mit dem kann ich dann schon ein bisschen AE-Schaden machen anscheinend, ne? Mit dem hier.
Ja, da treffe ich dann alle mit. Das finde ich ziemlich cool. Na, weiter. Komm, schieß, schieß, schieß. Immer schön schießen. So. Ja, explodiert er mal fertig. Ich muss aber das Ganze, die ganzen Kristalle holen, die da oben rumhängen. So, jetzt guckt mal. 4 Kraut haben wir gemacht. 4 Kraut, das ist ja... Das ist ja megamäßig. Na du, Blödmann. Immer noch nicht? Na dann. Speichern wir doch. Jawohl. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal den Part beenden. Im nächsten gucken wir dann, ich meine, wir haben jetzt 4 Kraut. Wir müssen dann nochmal, wenn wir das zurück sind, also wir müssen oben lang, die Goblins und so, das haben wir, hier haben wir ja fertig. Dann müssten wir den Hammertypen nochmal machen und dann den Vorraum wahrscheinlich nochmal leer machen, da an dem Lagerfeuer in der Mitte. Und ich denke, dann sollten wir auf jeden Fall genug Zeugs haben, um dann den Boss machen zu können. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part. Also bis dann. Ciao, ciao.